du hast jetzt gerade irgendwas falsch gelesen. Wir wissen noch nicht so genau, was ist so der einheitliche Stecker. Wir wollen das ja alles einheitlich machen, aber es hapert halt irgendwie noch und dann wird auch Heidi sich darum kümmern. So. Ich verstehe nicht. In dieser Woche eine E-Mail bekommen und damit bin ich beim eigentlichen Kern dieser Worte zum Freitag. Ich habe also vorgestern am Mittwoch eine E-Mail bekommen und zwar von einer großen Handelskette, die aktiv ist mit Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden von Filialen in Deutschland, ein Discounter, 4 Buchstaben, und zwar eine Discounterkette, die im Moment noch keine Ladestationen für Elektrofahrzeuge den Kunden anbietet. Ihr wisst, dass es von bestimmten Ketten schon solche Angebote gibt. Und wir hatten ja neulich ein Video für euch veröffentlicht, in dem wir auf ein White Paper eingegangen sind, also eine Studie, die ein bisschen dargelegt hat, wie sieht das eigentlich im Moment aus mit dem Thema Laden beim Einkaufen. In dieser Studie wurde gesagt, dass es bereits weit über 3.500 Lademöglichkeiten gibt und dass alleine in diesem Jahr 3.000 dazukommen sollen, dass es überwiegend DC-Ladestationen werden, weil das einfach besser passt zu der Zeit, zu der Zeitspanne, in der sich die Kunden in den Geschäften aufhalten, also so roundabout 20 bis 40 Minuten und. Alles könnt ihr in diesem Video nochmal nachgucken. Wir verlinken das auch gerne hier nochmal. Es gab auch sehr zahlreiche Kommentare dazu. Vielen Dank dafür. Und dann gibt es ja da eine Discounterkette in Deutschland. Lasst sie uns ruhig beim Namen nennen. Es handelt sich um da Aldi Nord, die bisher so ein bisschen sich rausgezogen haben aus der Sache. Also es gibt auch noch andere, bei denen man im Moment noch nicht laden kann. Aber Aldi ist ja nun schon irgendwie so ein Big Player, wenn nicht Nummer 1, dann auf jeden Fall Nummer 2. Streiten sich ja da immer mit Lidl rum, wer da jetzt irgendwie der Größte und der Beste und der Tollste ist und vor allem der Billigste. Ob das so überhaupt die richtige Geschichte ist, sei mal dahingestellt. Und wir hatten schon öfters mal Kontakt versucht aufzunehmen mit Aldi und haben es auch geschafft. Ja, ich selber hatte die Möglichkeit vor ungefähr 3 oder 4 Jahren mal ein längeres Gespräch mit Aldi Nord zu führen, mit 2 Personen von Aldi Nord, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und habe mich sehr darüber gefreut, dass ich die Möglichkeit hatte. Das war für mich wirklich etwas Besonderes, weil Aldi ja ein Konzern ist, der sich in der Kommunikation seiner Ziele und was sie so tun und machen ein bisschen zurückhält, vielleicht nicht ganz so offen sind, wie das bei anderen der Fall ist. Und in diesem Gespräch wurde mir damals gesagt, Herr Affelt, wir haben ja Interesse, wir sind ja dran an dem Thema, aber es hapert halt irgendwie noch, wir wissen noch nicht so genau, was ist so der einheitliche Stecker und wie ist das einheitliche Bezahlverfahren und wir wollen das ja alles einheitlich machen und am besten auch europaweit alles wunderbar und dann wird auch Aldi sich darum kümmern. So, jetzt haben wir eben habe ich aufgrund dieser Studie mich nochmal an Aldi gewandt, habe einfach an die ganz normale E-Mail-Adresse, an die Kundendialog-E-Mail-Adresse geschrieben und habe gesagt, hier, schaut mal, wir haben ein Video darüber gemacht, hier gibt es dieses Paper, wie ist denn im Moment bei euch Stand der Dinge? Und ich hatte auch in der Zwischenzeit mich ab und zu mal wieder an diesen Herrn direkt gewandt und mit solchen Fragen, habe dann nie eine Antwort bekommen und deswegen diesmal praktisch direkt einfach an Kundendialog geschrieben und mal geguckt, ob überhaupt was passiert. Ich bin ehrlich gesagt davon ausgegangen, gar keine Rückmeldung zu bekommen, aber vorgestern habe ich eine Rückmeldung bekommen und als ich diese Rückmeldung dann mir angeguckt habe, da habe ich gedacht, du hast jetzt gerade irgendwas falsch gelesen. Du hast jetzt irgendwie gerade was nicht verstanden. Du musst jetzt diese E-Mail nochmal durchlesen. Und ich habe mir dann auch nochmal durchgelesen und ich habe sie mir sogar noch ein drittes Mal durchgelesen und dachte so, was sie dir da schreiben, kann eigentlich gar nicht stimmen. Denn irgendwie erinnert dich das extrem an das, was du schon mal von Aldi als Antwort bekommen hast. Nämlich die Aussage, ja, wir erkennen ja an, das ist neu, dass die Elektromobilität ein wichtiger Baustein, ein wichtiger Faktor in der gesamten Energiewende ist. Und jetzt kommt das große Aber, es gibt ja noch keine Einheitlichkeit. Es gibt beim Laden, so schreibt es zumindest Aldi, keine Einheitlichkeit und aus dem Grund, weil es diese Einheitlichkeit nicht gibt, also ich gebe mal an, Sie meinen wahrscheinlich 2 Punkte, nämlich die Stecker und wahrscheinlich auch noch das Bezahlverfahren.
macht man noch keinen Rollout. So, und da dachte ich so, also tut mir leid, aber das kann ich echt überhaupt nicht nachvollziehen. Wo soll denn keine Einheitlichkeit bestehen? Beim Thema AC-Laden haben wir seit Jahren eine Einheitlichkeit. Das ist der Typ-2-Stecker, der ist überall europaweit genormt. Du kannst an jede Ladestation gehen, du kannst dir jede Wallbox angucken, du findest überall diesen Typ-2-Stecker. Man kann sich höchstens noch darüber unterhalten, ob man jetzt mit 11 kW oder 22 kW maximaler Ladeleistung daran geht, über die Sinnhaftigkeit vom AC-Laden, wenn man 20 bis 40 Minuten einkaufen geht, kann man trefflich drüber streiten, aber eigentlich, also die Einheitlichkeit ist auf jeden Fall da. Daran kann es nicht scheitern. DC. Wie sieht es bei DC aus? Das wisst ihr genauso wie ich. Bei DC sind im Prinzip die Würfel auch gefallen, nämlich das CCS-Verfahren bzw. der CCS-Stecker und das Protokoll, was dahinter steckt, ist europaweit und auch in Nordamerika auch der Standard, den es gibt. Ja, ich weiß, da draußen auf den Straßen und vielleicht auch bei euch zu Hause auf dem Parkplatz steht vielleicht ein Fahrzeug, das einen CHAdeMO-Schnellladeanschluss hat. Also zum Beispiel ein Nissan Leaf, wunderbares Fahrzeug, oder ein Mitsubishi Outlander Plug-in-Hybrid, auch mit CHAdeMO-Anschluss. Weiß ich, wir haben auch lang und breit darüber schon diskutiert und es geht überhaupt nicht darum, CHAdeMO irgendwie schlecht zu reden oder zu bashen oder keine Ahnung was. Nein, darum geht es nicht. Aber auch hier, wenn man realistisch ist, muss man einfach mal sagen, gefühlt 99% aller verkauften Elektrofahrzeuge mit einem Schnellladeanschluss haben einen CCS-Anschluss. Wenn ich dann gucke, was wird gebaut, was wird gefördert, ihr wisst selber, es läuft mehr oder weniger alles auf CCS hinaus. Vielleicht ist das auch gut so. Meine persönliche Meinung ist, es ist gut so, dass man nur noch im Prinzip an den Autobahnen zumindest einen Stecker hat, der immer passt. Kein Durcheinander mehr. Das macht es für alle einfacher. Das ist für alle besser. Ich weiß, wie blöd das ist, wenn man ein Fahrzeug hat mit CHAdeMO-Anschluss. Ich fahre selber gerade ein Fahrzeug, was einen CHAdeMO-Anschluss hat. Ich habe mich auch gefreut, dass ich hier oder da mal schnell laden konnte. Der hat auch noch einen Typ-1-Anschluss. Das heißt, ich habe zwei Nicht-Standard-Anschlüsse und das macht's. Ich merke doch im Alltag, es macht es nicht ganz so einfach, das Fahrzeug überall problemlos zu laden. Also im Prinzip ist auch das Laden an DC eigentlich inzwischen vereinheitlicht. Man kann nicht sagen, dass es da irgendwelche großartigen weltweiten Diskussionen gibt, die vielleicht in den nächsten 12 Monaten dazu führen, dass da ein ganz anderer Standard vom Himmel fällt, den man dann nutzt. Also in dieser Thematik, in diesem Bereich kann ich das, was Aldi Nord dort schreibt, definitiv nicht nachvollziehen. Bezahlverfahren, auch hier gibt es Vorgaben, wie bezahlt werden muss. Da muss man nur mal in die Ladesäulenverordnung reingucken und in das Schnellladegesetz und wie diese ganzen Gesetze alle irgendwie heißen. Das ist eigentlich auch klar und deutlich ausgedrückt, was man da anbieten muss. Ne? Bezahlen webbasiert, also ad hoc laden, muss angeboten werden und ansonsten Roaming und so weiter. Ihr kennt das alles, es ist eigentlich alles überhaupt gar kein Problem. Und im Prinzip könnte Aldi auch hingehen und sagen, so, hey, wir integrieren einfach eine Zahlmöglichkeit ganz locker in unsere App und machen vielleicht auch so eine Goodies rein. Also wer bei uns einkaufen geht, der kann sozusagen Ladekilometer sammeln. Auch das wäre alles irgendwie problemlos machbar. Das Einzige, was für Aldi irgendwie nicht machbar ist, ist es umzusetzen. Warum setzt ihr es, entschuldige bitte, Aldi, sorry, warum setzt ihr es nicht einfach um? Macht es doch einfach. Worauf wartet ihr eigentlich noch? In dieser E-Mail kommt dann noch ein weiterer Absatz. Da steht dann drin, wenn wir dann feststellen, dass an einigen Filialen oder Orten eine erhöhte Nachfrage besteht, dann würden wir ja über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen beim Aufbau der Ladeinfrastruktur. Ich lese das so, dass Sie wissen, logischerweise, Sie müssen Ladeinfrastruktur an Ihren Filialen, wo Parkplätze vorhanden sind, aufbauen in der entsprechend vorgeschriebenen Menge. Ich befürchte, dass Aldi im Moment dahin tendiert zu sagen, wir erfüllen nur das, was wir erfüllen müssen, kein Schritt mehr. Das würde im Prinzip reichen, wenn Sie dort eine Wallbox hinschrauben. Das wäre echt bitter und schade und peinlich für Aldi. Ich muss aber auch dazu sagen, liebe Leute, wenn ihr nicht mal Tests macht, wenn ihr nicht mal
20 oder 50 eurer Filialen einfach mal mit einem Triple Charger ausstattet, so wie das ja die Lidl-Schwarzgruppe auch auf die Reihe bekommt, dann könnt ihr auch keine Erfahrungen sammeln und dann wisst ihr auch nicht, wo die Leute was und wie lange laden. Also entweder kriegt ihr jetzt einfach mal, ihr wisst schon was hoch und fangt einfach mal an, diese Erfahrungen zu sammeln. Ihr könnt auch noch auf den St. Nimmerleinstag warten oder, und das ist ein ernst gemeintes Angebot an Aldi Nord, falls ihr zuguckt, fragt doch einfach mal die, die es machen. Also das muss ja jetzt nicht ich sein, aber nehmt doch einfach mal Kontakt zu Elektroautofahrergruppen auf, zum Beispiel zur uns, zur Interessengemeinschaft E-Mobilität Berlin-Brandenburg und fragt die doch einfach mal. Setzt und lasst uns doch einfach mal zusammensetzen und mal diskutieren und mal drüber sprechen, was da, woran man denken muss, wie das gestaltet sein könnte und so weiter und so fort. Und das passiert irgendwie nicht, zumindest nicht öffentlich. Und das finde ich echt schade, weil aus meiner Perspektive sage ich auch ganz klar, ich bin früher immer sehr gerne bei Aldi einkaufen gegangen. Und inzwischen muss ich sagen, ich habe mal so ein bisschen nachüberlegt und geguckt. Von den letzten 10 Einkäufen war ich 8-mal nicht bei Aldi, sondern habe mir gezielt eine Filiale gesucht, an der ich mein Elektroauto laden kann. Nicht, dass ich jedes Mal geladen habe, es ging einfach auch nicht, weil entweder war das Kabel war mal nicht dabei oder es war einfach besetzt, ist ja kein Problem. Aber ich bin trotzdem dahin gefahren und habe da geladen, weil ich sage, hey, ihr seid engagiert und deswegen unterstütze ich euch. Und beim Aldi fahre ich vorbei und sage, naja, okay, ihr habt PV-Anlage auf dem Dach, finde ich super. Ihr habt auch eure vielen Filialen energetisch optimiert, finde ich genauso super. Und das Einzige, was hier jetzt noch fehlt, ist eine Ladestation. Also ich verstehe nicht, ich weiß, dass es steuerlich und so weiter alles nicht so ganz einfach ist, aber andere schaffen es doch auch. Und warum schafft es Aldi nicht? Warum braucht Aldi wieder, keine Ahnung, gefühlt 5 Jahre länger, um einfach mal in die Puschen zu kommen und einfach mal anzufangen? Also, liebe Leute, ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt. Schreibt es doch einfach mal hier jetzt in die Kommentare dazu rein. Wie denkt ihr? Habt ihr euer Einkaufsverhalten vielleicht auch schon verändert und sagt, nee, da und da fahre ich nicht mehr hin, ich fahre lieber dahin? Wie ist das bei euch? Erwartet ihr das? Nennen wir das Kind ruhig bei Namen von Aldi, dass sie genauso aktiv werden wie zum Beispiel Lidl-Schwarzgruppe. Übrigens, gestern habe ich auch gelesen, dass jetzt Rewe mit Aral kooperiert und teilweise sogar HPC-Charger an den Filialen aufbaut. Und das machen die, weil die auch erstmal gucken wollen, ist das was für uns? Kann sich daraus ein Geschäft entwickeln? Ist es ein Mittel, um Kunden zu binden? Ich erinnere nochmal an das Video, was wir für euch hier eingestellt haben. Das Wichtigste für die Handelsketten, der wichtigste Grund, um Ladestationen aufzubauen, war die Kundenbindung. Und da bin ich jetzt irgendwie so ein bisschen auch sogar das beste Beispiel, dass tatsächlich daraus eine Kundenbindung entsteht. Also ich bin gespannt auf eure Meinungen und auch eure Erfahrungen und auf eure Wünsche. Schreibt es, wie gesagt, einfach mal rein. Und das Angebot an Aldi Nord ist wirklich da. Es ist ernst gemeint. Wenn Fragen sind, wenn Interesse besteht, sich mit Userinnen und Usern auszutauschen, dann kommt einfach auf uns zu, meldet euch einfach bei uns. Die E-Mail-Adresse ist ganz einfach youtube@igembb.de und schon sind wir im Gespräch. Und dann wollen wir doch gemeinsam was fürs Klima und für die Umwelt und für die Energiewende und für die Verkehrswende und für die Zukunft tun. Wir haben eine Aufgabe. Das Bundesverfassungsgericht hat uns eine Aufgabe gestellt. Die müssen wir umsetzen. Ihr könnt mithelfen. Wir helfen gerne mit. Das war's für heute. Das waren die Worte zum Freitag. Heute vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Ich freue mich natürlich immer über ein Like. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann gebt auch gerne einen Daumen nach unten. Dann schreibt aber bitte wie immer in die Kommentare, was ihr blöd fandet. Diesmal übrigens, wie ihr seht, nicht beim Autofahren, sondern ganz safe und ganz sicher hier von der Stelle, an der wir immer am Sonntag streamen. Ich hoffe, wir sehen uns am Sonntagabend zum Stream oder bei irgendeinem anderen Video. Ansonsten, wenn ihr Zeit habt, guckt euch nochmal viele, viele von den anderen Videos an, die wir von euch drin haben. Oh, das war's eigentlich. Ich bin raus. Bis zum nächsten Freitag. Ciao.